Oh, das ist aber nicht so gut. Wir ziehen das lang. Wir müssen noch oben. Also wir müssten erstmal nach da. Ich glaube, der zieht hier relativ hier rüber, ne? Wieso fährt das Auto nach links? Der zieht nach links. Ich glaube, wir haben Platten. Hat da so einen gelben Punkt drauf? Oh, das kommt hier genau her. Scheiße. Ja, jetzt fahren wir mal rein. Orkangewitter, ja, ganz toll. Was macht es? Durch einen dramatischen Abfall des Luftdrucks kommt es zu mächtigen, jedoch örtlich begrenzten Windböen. Sei vorsichtig, sie können extrem gefährlich sein. Oh Gott, oh Gott. Wir sind am Marker vorbeigefahren, ne? Bringt das was, wenn ich hier einfach P mache? Oh, schwierig. Wir müssen eh umdrehen. Wir werden ganz schön durchgeschüttelt. Das ist gleich vorbei. Ja, ist gleich vorbei. Alles gut. Alles gut. Lass uns erstmal hier hinfahren, glaube ich. Alles gut, alles gut. Ich glaube, wir haben Platten. Ah, woher? Sieht aus wie ein Platten, ne? Hab dich, Kid. Wo kommt der Platten her? Ist das jetzt, was wir Platten haben? Oh, jetzt ist es nebelig. Auch ganz toll. Ja, wir fahren erstmal zu dem Häuschen. Also wir können erstmal hier reingucken. Ob hier was drin ist. Achso. Ah. Oh. Eine primitive Tür. Jo, man könnte sich ja sonst... Alter, wie viel Zeug ist hier drin? Okay, komm gleich wieder. Ich weiß jetzt nicht, ob wir eine primitive Tür brauchen. Das wird ein Platzproblem werden, glaube ich. Das Aufkleber Idiot. Blauer Lack. Abbeizmittel, blauer Lack. Okay, warte mal. Den wüsste ich mal eben aus. Welche fällt auf blau weg? Nö. Unser Auto blau ist, egal. Nur die Tür vorne, die war rot. Aber wie geht denn so eine Dose rein? Junge. So, habe ich hier noch, kann ich noch? Ja, ein bisschen was. Die fresse ich mir mal in den Hals. Voll. Das war einfach trotzdem da rein, was ist das Problem? Aufkleber.
Vielleicht sollten wir die Tür nicht mitnehmen. Aber ich mach's trotzdem erstmal. Gucken erstmal, ob wir alles unterkriegen. Das war erstaunlich viel Zeug hier. Hier noch passt alles. Problem ist, jetzt haben wir natürlich keinen Platz mehr. Weiß ich immer noch nicht. Gefühlt verlieren wir aber an Energie, oder? Oh, ist runtergefallen. Warum? Ist er alle? Hey, my friend. Come with me. Bitteschön. Vielleicht ist er runtergefallen. Wo ist er jetzt? Da hinten irgendwo. Da ist er. Ich sehe ihn im Außenspiegel nicht, deswegen. So, da ist das nächste Tor. Und da hinten ist die eine Hütte. Bevor ich die letzte Energie hole, können wir ruhig erstmal alle Hütten abklappern. Schaden kann es ja nicht. Nix, das ist nix. Oh, mehr Konserven, sehr schön. Die kann ich nicht zerleeren. Was ist hier gar nichts? Radio. Und eine Tasche noch. Ach, habe ich in der Hand. Oh, das ist cool. Weil dafür müssen wir auch noch was im Auto haben. Jawohl, jetzt haben wir davon 5. Ach, die habe ich gerade gegessen, ne? Ich glaube, die Autotür werden wir auf Dauer nicht mitnehmen. Außer wir tauschen sie dann aus. Aber noch ist nicht so richtig kaputt, glaube ich. So, jetzt hier hin. Jetzt erstmal wieder umdrehen. Und eventuell können wir dann auch von da aus schon ein Portal aktivieren. Wenn wir die letzte Energie uns gegrabt haben. Hä? Achso. Ja, unsere Batterien lädt sich nicht, ne? Das heißt ja auch Tankanzeige, ich Idiot. Ja, doof. Da ist Batterie. Eins von denen. Ich glaube, beides, 50 und 50. Bin ein bisschen unsicher. Aber müsste so sein. Also müssen wir gucken, dass wir unser Häschen nicht verlieren. Noch dran, ne? Jo. Hier ist auch wieder so ein Herzschrittmacher. Okay. Ich parke schon mal in Position. Dass wir gleich in diese Richtung müssen. Was kuppelt hier? Ach, hier ist wieder Heißstaub, okay. Kann ich mit leben. Ich glaube aber jetzt wird die Tür zum Problem. Weil sie dann doch sehr viel Platz einnimmt. Kann ich die ablegen? Fallen lassen. Zack. Okay, sieht cool aus, ist aber auch schon ein bisschen beschädigt. Hergestellter Gegenstand wird verschwunden. Ja, ich habe den nicht hergestellt, das ist egal.
So, und da hinten habe ich auch noch einen Plasma-Container gesehen. Okay. Elektriker-Kit. Oh. Okay, cool. Ja, komm mit. Das auch auf meinem... auf meinem Ride riden. Ich weiß nicht, ob wir ein Elektriker-Kit herstellen können. Ich glaube aber nicht. Warte, ich hab mal geguckt. Ne, Reparatur, Starthilfe, Mechanik und Abdichtkit. Elektriker-Kit geht nicht. Das heißt, wir können da nicht rein. Sehr schön. Okay, dann markiere ich mir einmal den. Das Ding ist auch noch da. Nix. Ja, noch ein Eljavi. Warte, ich fress mir die mal eben rein. Oh, eine Stahltür. Ja, das Ding ist auch gleich wieder kaputt. Haben wir auch noch nicht gescannt, sehe ich gerade. Ader Tanklaster, okay. Bisschen Benzin ist auch drin. Kaputter Reifen. Ich lasse den mal. Oh, hier ist so ein richtiger Tower wieder. Ah, ich habe keinen Hammer, ne? Den kann man nicht kaputt machen. Ich hab keinen Hammer, scheiße. Scheiße und schade. Gasflasche wäre schön. Aber gibt's hier nicht. Hier ist kein Gasbottle. Was ein bisschen ungünstig ist, wenn man so ein Ding neu bauen will. Muss ich ja mal so sagen. Chemikalien. Das ist jetzt schlecht, oder? Zahnrad zu Fackel. Scheiße. Ist mein Auto da? Okay, nicht so gut. Hier breitet sich gerade was aus. Oh, wieso? Ja gut, wir haben eh keinen Hammer, also scheiß drauf. Können wir nicht viel machen. Dann würde ich jetzt die Energie holen und dann machen wir einen Abflug, oder? Ist die eingezeichnet? Nee, ne? Oh, Feuer. So. Ach, der ist genau auch noch neben dem Ding. So, dann mache ich mal hier zu, hier mache ich auf. Der ist irgendwo da. Ich hätte hier gerne auch noch eine Weitenangabe, das wäre schön. Was ist das denn für ein Apparillo? Oh, hier kubbelt es auch überall, scheiße. Das ist elektrisch. Da ist das Ding. Wir hoffen, dass uns die Elektroblase nicht gleich killt. Weil die meint, die muss hier eskalieren. So. Und weg.
weiß aber nicht, was mich erwartet. Das ist das Problem. Deswegen ganz schnell weg. Ich will das gar nicht wissen. Ich will das gar nicht wissen. Hauptsache weg. Schade, dass wir hier nicht reinkommen. Aber naja, ist wohl vom Spiel noch nicht vorgesehen. Und jetzt müssen wir rein theoretisch ja gleich einfach nur geradeaus durchpesen. Und dann haben wir es, ne? Wieder hin. So, da kommt schon wieder so ein Ding. Und dann aktivieren. Gas und Wecker. Ab dafür. Nix. Ich hätte gerne Offroad-Reifen. Ich glaube, die würden ganz gut tun, weil vor allem, weil diese blöden Portale immer mit Wallachai sind irgendwo. Haben wir kurz einen Baum gefällt. Okay. Na, ich bin gleich da. Genau jetzt muss er sich drehen, ne? Was? Ja, habe ich gehört. So, rein in das Ding und ab dafür. So, da sind wir wieder. Hier rein. Hi. I owe you an apology. I screwed up. I nearly got you killed. The things I used to calculate as easily as turning a screwdriver, they're foggy now. The numbers don't work themselves out like they used to. I haven't been myself for a long time, but I haven't needed to be. It's been me and this cursed place I created and nothing else for decades. But now, knowing that whatever caused the mass hallucination is still out there, I need to know what it is and why the remnants are connected to it. Francis was right about the remnant and the mass hallucinations paired signals. If we can get them together, maybe they'll cancel each other out and you'll be free. Ich pausiere mal ganz kurz, weil wir müssen eigentlich keine Pause machen. Also, bis gleich. So, dann mal auf in die letzte Runde für heute. It's a shaky theory at best, but it's the only lead we've got for now. You can do nothing and twiddle your thumbs until that remnant drives you mad. Or, if you're willing to work with me, I'll give you the best chance to survive this thing. Think it through. And fix up your car while you're doing it. You'll need to for whatever you decide from here. Eine stabile Route. Kehre nach Sierran zurück. Okay. Mach eine Tür zu. So, ich brauche erstmal einen neuen Plasmahammer. Impulshammer. So, ganz kurze Frage. Kann ich die Sachen da auch reinschmeißen? Was habe ich denn da gerade reingeworfen? Weil der ist ja auch schon fast kaputt. Wo hatte ich da zwei von? Dann würde ich mir eher einen neuen bauen. Weißt du? Staubsauger können wir nicht machen. Reparaturkits ist jetzt die Frage. Haben wir noch ein paar, ne? Ich weiß auch nicht. Jetzt damit ausladen noch? Geht hier noch was rein? Oh ja, tatsächlich. So viel sogar, hätte ich gar nicht gedacht.
Achso. Ja. Cool. Habe ich alles bei mir im Inventar jetzt. So, das ging da noch hin. Das ist ja schön. Konserve haben wir da noch. Das mit den Stahlplatten irgendwie. Das will immer noch nicht, ne? Ich weiß halt nicht, wo wir Baupläne kriegen. Die lagen hier beim ersten Mal ja rum. Hier. Nur wir können halt ohne Baupläne können wir nichts mehr bauen. Okay, die haben wir jetzt in der Hand. Die Stahlplatten waren aber hier, glaube ich, mit drin, ne? Jo. So, das alles da rein. Dann haben wir noch ein paar Fackeln. Mache ich da rein. Und der Rest ist hier Farbe und so ein Scheiß. Das können wir hier reinschmeißen. Zack, zack. Das ist keine Farbe. Das ist ein Aufkleber. Lass mich raten, Aufkleber kommt hier rein, ja? Oh ja, tatsächlich, cool. Aufkleber Idiot. Installiert. So. Entschuldigung? Okay, die Hupe. Wir haben hier Macken auf jeden Fall. Irgendwas ist mit der Tür. Okay, die ist gesprungen. Hupe wird gehupt. Hupe hupt. Falsch geraten. 2 von 4 korrekt. Ach so, die Hupe hupt, wenn wir den Kofferraum schließen. So nämlich. Falsch geraten. 0 von 4 korrekt. Okay. Also hier. Ach so, okay. Kofferraum wird geschlossen. Und dann hupt die Hupe. Korrekte Diagnose. Lösung. E. Oh, wir haben sogar mehrere Macken. Brauchst du ein Mechaniker-Kit? Materialien fehlen. Okay. Warte. Was will ich Mechaniker-Kit im Auto haben? Anscheinend nicht. Okay. Aber wir haben noch mehr Macken, sehe ich gerade. Ein Mechaniker-Kit. Zack. Lösung. Auswählen. Macke beheben. Jo. Okay. Autoflüsterer. Bestimme erfolgreich eine Macke und beseitige sie. Hupe hup behoben. Alles klar. Jetzt haben wir noch mehr Macken. Ich weiß aber nicht welche. So, dann brauchen wir das hier. Ausrüsten. Nochmal Auto Reparation. Warte mal, was ist denn am schlimmsten? Die Beifahrertür? Stoßstange, Lampe. Und das Ding.
Und die Tür hier. Dafür brauchen wir dann so ein Abdichtkit. Zack. So, aber was, das Ding ist, wir haben hier, glaube ich, noch zwei Macken, ne? Ja. Die sind mir aber nicht aufgefallen bis jetzt. Es sind auf jeden Fall immer vier Sachen. Ich weiß aber nicht, was noch. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich meine, das Auto da begrüßt mich. Das ist ganz toll. Auto. Schaltet sich ein, aus, bewegt sich schnell, wird teleportiert, erhält Anker. Nö. Wird getreten. Nö. Bewegt sich bergab, bergauf. Nö. Armaturenbrett, Schlüssel dreht sich. Was haben wir noch so? Fähigkeit, Batterie. Alle Autotüren? Nö. Beliebige Autotür. Ist mir auch noch nicht aufgefallen. Dass wir jetzt mehr verbrauchen, ist mir auch nicht aufgefallen. Schaltet sich ein oder aus, ist in Dauerbetrieb, wechselt in Dauerbetrieb, ist in Parkstellung, wechselt in Parkstellung. Okay, nö. Scheinwerfer. Motorhaube, nö. Hupen auch nicht. Innenlicht ist mir auch nicht aufgefallen. Radio auch nicht. Fährt nach links, fährt nach rechts. Ja, weil wir Platten hatten. Okay, beliebiger Reifen ist gelöst. Kofferraum. Auch nicht. Schaltet sich ein aus. Scheinbar auch nicht. Ich glaube, die war schon voll, ne? Hat irgendwie übermäßig viel Benzin, aber auch nicht verbraucht. Ist das Innenlicht denn an? Das Innenlicht war an. Aber ich habe jetzt nicht gemerkt, woran das lag. Das kann auch schon länger angewiesen sein, keine Ahnung. Weiß ich nicht. So, auf jeden Fall, ich muss einmal healen. Inventar ist aufgeräumt. Hier glaube ich auch. Jawohl. Können wir vielleicht nochmal irgendwie Klamotte oder sowas herstellen? Hier die aufgemutzten Stiefel. Den hat. Ach, der ist automatisch aufgerüstet. Okay. Säureregenjacke. Ich weiß jetzt nicht, wenn die Sachen ausgetauscht haben. Wenn die dieselben Symbole haben. Diebessicherer Rucksack. Dieser festverschlossene Rucksack sorgt dafür, dass nichts und niemand deine Sachen stehlen kann. Ach, wir können geklaut werden? Ist das dein Ernst? Okay, und Sumpfkoralle. Aus Häusern, Rucksäcken und Autos. Ich habe noch nicht eine Sumpfkoralle gefunden, ehrlich gesagt. Aber ich würde die wohl einmal mitnehmen. Dann haben wir das auch. Ach, jetzt können wir das auch machen. Okay. Personen-Airbag. Dafür fehlen uns dann die Chemikalien.